Hallo liebe YouTube-Gemeinde, hier ist die Sarah aus Dessau mal wieder für euch und ich mache, wie ihr hier drunter schon lesen könnt, den Essen-Tag. Ja, ich esse gerne und das sieht man mir zurzeit auch richtig an und ich liebe gutes Essen und ich liebe leckeres Essen und viele Süßigkeiten und dafür kann ich nichts. Ich kann es aber weglassen, was ich auch zurzeit auch wieder tue und damit ihr mal ein bisschen was über meine Essgewohnheiten und mein Essenverhalten generell mitbekommt, mache ich jetzt einfach den Essen-Tag. Viel Spaß! Wir legen gleich mal los. Ich formuliere die Frage einfach mal um und sage, was ist meine Lieblingseissorte? Es ist einfach Erdbeerjoghurt, oder generell Joghurt mit verschiedenen Früchten. Da nicht dabei steht, ob das unalkoholisch oder alkoholisch gemeint ist, sage ich euch einfach beides. Früh am Morgen fängt natürlich meine Stimmung am besten an mit Kaffee. Und wenn ich weg bin, dann am meisten mit Milch 43. Da gibt es mehreres. Mittagessen zum Beispiel ist Fisch mit Kräutersoße und Reis oder Kartoffelbrei. Das esse ich echt ziemlich gerne und da kann ich immer nicht aufhören zu essen. Das Problem hatte ich auch gerade. Und wenn es um Abend oder generell geht, dann gehacktes Brötchen. Das esse ich so gerne. Da kann ich nicht aufhören. Und Süßigkeiten sind Mikado-Stäbchen. Da kann ich wirklich nicht aufhören. Die jetzt nicht zur Zeit Saison hat, die Erdbeere. Die esse ich nämlich ganz gerne und die überlebt meistens nie eine Stunde in meiner Obstschale. Mein persönliches Must-Have-Gemüse ist, was auf keinem Salat fehlen darf, die Tomate. Ich esse die Tomate ultra gerne, weil sie so lecker ist. Vor allem Fleischtomaten, die sind sehr, sehr, sehr lecker. Meine Lieblingsnudelsorte sind natürlich Spirelli, aber zu meinem Favorite gehören dazu auch Penne, dann aber auch nur Vollkorn und Vollkornspaghetti. Die esse ich auch sehr gerne. Wenn ich romantisch essen gehe, dann meistens in ein Restaurant mit deutscher Küche oder auch gerne mal zum Italiener. Ich trinke gern stilles Wasser. Aber pssst. Natürlich den traditionellen Kaffee und oder auch Latte Macchiato. Am liebsten mag ich Fencheltee. Dazu habe ich mal einen richtig coolen Spruch gelesen und den will ich euch jetzt natürlich nicht vorenthalten. Also Frau Scholze, die Tablette immer eine Stunde nach oder eine Stunde vor dem Essen nehmen. Aber Herr Doktor, diesen Zeitraum gibt es bei mir nicht. Das meine ich. Aber das hat jetzt auch schon nachgelassen, also das ist im Winter mehr. Darüber hinaus es hat mir ein Kumpel zu mir gesagt, dass er es ziemlich lustig findet, dass ich mit dem Burger von McDonald's, von Burger King, könnt ihr euch aussuchen, mit dem Burger zusammen die Pommes esse. Also nicht einzeln, weil ich kenne auch Leute, die essen erst die Pommes und dann den Burger. Ich esse beides zusammen. Weil wenn ihr Mischgemüse, Fleisch und Kartoffeln, das macht ihr ja auch nicht, das esst ihr ja auch nicht alles einzeln, das esst ihr ja auch zusammen. Ja. Ich mag gern ausgewogene Ernährung wie ein Müsli oder ein Brötchen. Auf dem Brötchen sollte dann schon beides sein. Jetzt kommen wir wieder zu dem fettigen Part. Alles klar, Salami-Pizza. Ja, mit Käse im Rand.
Also, ich kann euch genau sagen, was ich zurzeit gerne bei McDonald's bestelle. Es ist der Clubhouse Chicken. Gibt es hier noch diese Netzkartoffeln, glaube ich? Oder Country Potatoes? Und den Milchshake Royal. Der ist mit Erdbeeren. Die mag ich ja. Süßes, ja. Ich esse am liebsten Vollmilchschokolade oder mit ganzen Nüssen. Süßigkeiten ist bei mir auch nichts anderes eigentlich als Schokolade. Man könnte Schokolade sagen, aber wenn es wirklich eine Lieblingssüßigkeit geben soll, dann sind es belgische Pralinen. Oh mein Gott, esse ich die gerne. Es sind nicht die Country Potatoes und es sind auch nicht die Netzkartoffeln. Es sind, man sieht hier noch den Bart. Es sind die Curly Fries. Ich liebe Curly Fries. Oh mein Gott. Mein Lieblingsgewürz ist unter anderem Paprika und Salz und Pfeffer, was man halt so nimmt. Aber ich habe auch noch ein ganz spezielles Lieblingsgewürz, das ist der Oregano. Den Oregano mag ich einfach, weil man nicht jedes essen, aber man kann viel essen damit wirklich lecker verfeinern. Ich habe ihn ausprobiert und ich weiß, wovon ich rede. Ich sage Ingwer. Ich mag Ingwer einfach nicht so wirklich. Ich mag den Geschmack nicht. Das ist bei mir... Weiß nicht, also Ingwer, ich habe viel mit Ingwer rumprobiert und ich habe... Ingwer an der Kürbissuppe ist wahnsinnig lecker, aber so als Gewürz... So, meine lieben Leutchen, das war auch schon wieder die Saar aus Dessau mit dem Essen-Tag. Und ich möchte natürlich viel Verschiedenes für euch machen. Und es wäre schön, wenn ihr hier unten in die Kommentare einfach mal schreibt, was ihr gerne von mir sehen möchtet. Ich mache nochmals einen Aufruf. Und wenn euch das Video sonst gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Oder wenn euch meine Videos so sehr gefallen, dass ihr nicht mehr genug davon bekommt, dann abonniert mich doch einfach ganz schnell. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und eine schöne nächste Woche und wir sehen uns beim nächsten Unterwegs in Dessau. Tschüssi!